Herzlich willkommen zu unserem fünften Diehaus-Lehrer-Livestream. Heute geht es wieder um das Thema Angstfach Mathematik, und zwar genauer um Dreisatz- und Bruchrechnung, die Geheimpfade in den Mathe-Olymp. Denn Mathe, auch wenn da jedes Thema aufeinander aufbaut, gibt es, sagen wir mal, ein paar extrem wichtige Themen, Grundlagen, Fundamente. Und zwei davon sind eben Dreisatz- und Bruchrechnung, die früh gelernt werden letztendlich und relevant sind bis in die Oberstufe. Und mit dabei ist wie immer Norbert aus Köln. Und ich schalte jetzt mal um. So. Und jetzt müssten wir alle Norbert sehen. Hallo Norbert. Ja, hallo. Schönen guten Tag. Nummer 5 heute. Ja, wie schon gesagt wurde, Angstfach Mathematik. Kurz nochmal, warum Angstfach? Ich verstehe es bis heute nicht. Weil wenn mich gerade Abiturienten oder bevor sie die Leistungskurse wählen, die Schüler fragen, sag mal, Herr Petri, was soll ich denn als Leistungskurs nehmen? Sage ich immer, wenn du das einfach machen willst, nimm doch Mathematik. Ja, wieso? Oh, das ist doch das schlimmste Fach, Angstfach schlechthin. Sage ich immer, nö, das wurde euch nur wahrscheinlich nicht so richtig gut beigebracht. Weil es ist das einfachste Fach, was wir in der Schule haben. Warum? Es hat sich seit 300 Jahren nichts mehr geändert. Das einzige Fach, wo seit 300 Jahren das Gleiche gelehrt wird, war so der Papa Leibniz, also nicht der mit den Keksen, sondern der andere, der Wilhelm. Und der Meister Newton haben relativ unabhängig voneinander die Integralrechnung entwickelt. Das war die letzte Änderung für die Schulmathematik, die stattgefunden hat. Das ist 300 Jahre her. Und interessanterweise hat es einen Praxisbezug gehabt. Weil oft ist ja bei den Schülern, für was brauche ich denn das, kann ich nicht gebrauchen. Das geht wiederum zurück auf die sogenannte Keplersche Fassregel, wie die hieß. Später wurde es nach dem Engländer Simpson benannt, weil der gute Herr Kepler hat so Anfang 17. Jahrhundert geheiratet, hatte mehrere Holzweinfässer und der Mensch, der den Wein verkauft hat, hat die Fässer immer so mit einem Messstab kreuz und quer vermessen und Kepler sagte, das kann ja nicht sein. Das ist ja völlig unterschiedlich, er benutzt immer den gleichen Messstab und hat dann eine Formel entwickelt, um den Inhalt seiner Weinfässer besser zu berechnen. Das war die Grundlage der Integralrechnung. Er hat einen sehr praktischen Bezug. Kommt natürlich mir auch, der aus Weinbaugegenden stammt, sehr entgegen. Nun, also wie gesagt, war das letzte Mal, wo sich was geändert hat. Und wir brauchen so ein paar bestimmte Dinge. Wir machen jetzt heute nichts mit Integralrechnung oder Differential oder weiß der Kuckuck was. Ich sage immer, es gibt so ein paar grundlegende Dinge in Mathematik, die muss man einfach können. Da führt kein Weg dran vorbei. Das ist nicht ein bisschen können, vielleicht können, irgendwann mal. Nee, von Anfang an. Und das sind wirklich drei Dinge. Kleines Einmaleins, der Dreisatz und das Bruchrechnen. Wenn die nicht sitzen, wird es immer schwierig in Mathe. Egal, was man später macht. Ich sage immer so als Bild, das ist der Teppich in Mathematik, wo wir drauf laufen. Und wenn der Falten wirft, stolpern wir immer. Der muss glatt liegen. Sag mal, drei kleines Einmaleins, da gibt es nichts zu verstehen. Das muss man auswendig lernen wie ein Gedicht. Schlicht und ergreifend. Warum 3 mal 8 24 ist, kann auch dir niemand erklären. Das muss man einfach mal glauben. Weil das ist eine Übereinkunft für die komplette Mathematik. Ist eine Übereinkunft. Wir sagen, okay, halten wir uns dran. Juhu, juhu. Oder 7 mal 8, meine Lieblingsfrage an Schüler. Komischerweise wissen das die wenigsten. Ich sage mal, da darf man nicht mehr drüber nachdenken. Da muss die 56 da sein. Und so ist es mit wirklich in der Mathematik. Leider Gottes, viel auswendig lernen, viel üben und dann funktioniert es. Und wir haben ja heute die beiden Punkte Dreisatz und Bruchrechnen. Und fangen mal so ein bisschen mit Bruchrechnen, denke ich, an. Weil heutzutage hat man natürlich seinen programmierbaren Taschenrechner mit einem nicht leserlichen Display, zumindest hier in Deutschland. Ich kann es nicht lesen, sagen wir mal so. Ist mir viel zu klein. Und hat irgendwelche wunderbaren Kommazahlen, alles schief und krumm und prima, sage ich immer, Leute, wenn ihr Bruchrechnen könnt, braucht ihr das alles nicht. Da könnt ihr tatsächlich alles im Kopf rechnen, weil Brüche bestehen nur aus ganzen Zahlen. Da gibt es nicht 3,5 Siebtel, das gibt es einfach nicht. Und man kann sich die ganze Geschichte besser vorstellen.
berühmtes Beispiel, die Pizza, der runde Kuchen. Sag ich immer, wir sitzen zu siebt am Kaffeetisch oder am Abendessen oder besser Mittagessentisch. Abends Pizza ist nicht so gut, wegen der Verdauung. Und die Mutter blickt stumm auf dem ganzen Tisch herum, wie es beim Struwwelpeter heißt, und sagt, jetzt schneid mir doch mal 0,1428857 Teilperiode natürlich, Teile von der Pizza ab. Dann gucken alle blöd, weil keiner weiß, was es ist. Wenn man sagt, okay, schneid mir mal ein Zipfel von meiner Pizza ab, dann wissen sie es eher. Kleines Bild, ne? 0, so und so viel Dingenskirchen, das ist die Dezimalzahl. Ein Zipfel ist schon ein bisschen besser. Und so sieht das ganze Ding aus. Wie schön. Kann sich jeder vorstellen, was es ist. Oder anderes Beispiel, 0,0769230 Periode. Was ist das? Ein Dreizehntel. Leute, Brüche ist so einfach. Ihr habt nie eine Kommazahl, weil die meisten haben ja schon die Schwierigkeiten, die Kommastellen zu benennen. Ne? Klar, Komma, die ganzen Zahlen heißen Einer, Zehner, Hunderter, Tausender und so weiter. Wie heißt die erste Stelle nach dem Komma? Blöd. Die heißt nämlich schon Zehntel und nicht Eintel oder so irgendwas, weil Einer und Eintel ist das Gleiche. Die Stelle vom Komma hat zwei Namen. Einer und Eintel, was das Gleiche ist. Und das ist schon die erste Schwierigkeit. Also das Ding heißt nach dem Komma Zehntel. Ich habe immer so die Eselsbrücke gebaut. Eine Kommastelle hat eine Null, eine Eins vorne dran, zehn Zehntel. Aha. Zwei Stellen nach dem Komma, zwei Nullen, die Eins wieder vorne dran, aha, 100, also Hundertstel und so weiter. Also liebe Leute, rechnet mit Brüchen. Ihr braucht wirklich nie großartigen Taschenrechner. Gut, ich ziehe heute jetzt auch nicht Wurzeln noch zu Fuß, wie ich das früher gelernt habe, weil es einfach auch keinen Taschenrechner gab. Da benutze ich das Ding auch, wenn ich die 27. Wurzel aus irgendeiner Zahl ziehen soll. Oder irgendeine Zahl hoch, so und so viel. Mache ich auch nicht, bin ich auch zu faul. Aber solche Dinge, einfache Rechnungen, die ganz normalen Rechnungen, das Bruchrechnen ist einfach. Genial, schön, schnell, glatte Zahlen, nichts passiert. Jetzt geht es natürlich auch schon los. Wie heißen denn diese Dinger? Da sind ja so drei Zeichen. Das ist eine Zahl oben, dann ein Strich und eine Zahl unten. Das ist eigentlich schon eine, was heißt eigentlich? Das ist eine komplette Rechnung. Nehmen wir mal als Beispiel drei Viertel. Also drei oben, Bruchstrich, Viertel. Die Rechnung heißt 3 geteilt durch 4. Juhu, wissen wir hoffentlich so vom Abschätzen her, könnte was rauskommen, was kleiner als 1 ist. Super gut. Klingt jetzt lustig, aber das ist wirklich die wichtigste Entscheidung. Wird mein Ergebnis größer oder kleiner? Das sollte ich vorher schon im Kopf so ein bisschen entschieden haben. Dann kann ich das auch beim Rechnen in der berüchtigten Klassenarbeit auch so mal über den Daumen, könnte stimmen, könnte nicht stimmen. Und jetzt kommen wir dazu, wie heißen denn die beiden Zahlen? Bruchstrich, wissen wir, ist ein Geteilzeichen. Wie heißt die Zahl oben? Wie heißt die Zahl unten? Na, kennen wir ja alles, also wer wird Millionär? So, rufen wir mal jemand an oder setzen den Publikumsjoker. Gibt zwei Namen, Zähler und Nenner. So, das Ding oben ist der Zähler. Warum heißt der Kerl so? Der zählt, wie viele Teile von diesem Bruch da sind. 3 Stück, 5 Stück, irgendwas. Unten das Ding, der Nenner, kommt von, Name, richtig. Der heißt so. Da könnte auch Meier, Fassboden, Hustenbonbon, blöde Namen für eine Zahl, aber könnte er theoretisch auch heißen. Jetzt haben wir schon so einen guten Hinweis, wenn man Brüche zum Beispiel addiert, wir wissen alle, was war da nochmal? Hauptnenner. Die müssen sich einen gemeinsamen Namen suchen. Ich sage immer, das ist wie so zwei verfeindete Familien. Na, so der Sohn der einen Familie will die Tochter der anderen Familie freien, wie das früher so schön hieß. Ja, beide Familien dürfen nichts mitkriegen, also müssen sie sich einen neuen Namen suchen. Und genauso ist es beim Rechnen. Wenn ich Drittel und Viertel zusammenzählen will, brauchen die einen neuen Namen. Zwölftel zum Beispiel. Ginge ganz gut. Addition von Brüchen, Subtraktion von Brüchen geht immer mit diesen komischen
Namen, neuen Namen. Hab dann noch so ein Ding da, ne, wo man so ein bisschen sehen kann. Das kriegt ihr alles dann auch über unsere Webseite noch ein bisschen genauer zu sehen. Also wie die Teile da einzeln heißen, könnt ihr dann auch immer wieder schön nachschauen. Also Addition, Subtraktion von Brüchen. Ganz einfach. Neue Namen suchen. Wenn man gar nicht weiß, wie es funktioniert, ganz einfacher Trick. Man nimmt beide Nenner einfach miteinander mal. Oder wie der Mathematiker zu sagen pflegt, man multipliziert sie. Also wir haben früher noch gerechnet und hatten kein Mathe in der Schule. Wir haben auch mal genommen und nicht multipliziert. Aber es klingt halt irgendwie hochwissenschaftlich. Aber ist das Gleiche. Ja, eine Geschichte. Mal nehmen ist eine andere. Viel einfacher. Regel, Zähler mal Zähler, Nenner mal Nenner, Feierabend. Kompliziert? Nö. Dividieren, also teilen von Brüchen, da wird es dann schon ein bisschen von der Vorstellung blöd. Wenn ich durch einen halb teile, wie ist denn das dann? Leute, versucht es wieder nett so logisch zu verstehen. Das sind Rechenregeln. Die meisten Rechenregeln haben nichts mit Logik zu tun. Das ist eine Übereinkunft, an die wir uns alle dran halten. Ähnlich wie in der Musik, wenn man sagt, man spielt ein C, jetzt auf der Flöte oder auf dem Klavier oder auch sonst wo, dann klopft man auf eine bestimmte Taste oder hält eine bestimmte Löcherkombination zu. So halten wir uns in der Mathematik auch an Regeln, an Rechenregeln. Deswegen sage ich ja auch, Mathematik, Rechnen ist eigentlich eine Sprache. Das heißt, wir haben Sprache, 10 verschiedene Zeichen, 0 bis 9, das sind unsere Buchstaben, aus denen bilden wir die Wörter. Und ne, ganz viele kann ich unendlich oft kombinieren. Das ganze Zeug dazwischen, was wir eben schon genannt haben, Addition, Multiplikation, Division und so weiter, Klammern, Wurzeln, Exponenten, alles Grammatikregeln. Die muss ich nicht verstehen, die muss ich nur glauben und muss anwenden können. Also muss ich üben. Üben, üben, üben. Leider in Mathematik. Der einzige Nachteil zu den anderen Fächern, ich kann keine Ergebnisse auswendig lernen. Nutzen wir nichts. Wenn jetzt, was weiß ich, bei der einen Aufgabe 35 rauskommt, ich habe mich verrechnet, nützt es nichts, für die nächste Mathestunde die Zahl 35 auswendig zu lernen. Das bringt mir nichts. Ich muss den Rechenweg kennen. Und da kann ich mir noch so viele Filmchen anschauen. Ich muss es selbst üben und selbst machen. Und nur durch das eigene Üben und das eigene Schreiben wird es hier oben verankert. Irgendwann mal. Und man muss es machen. Auch noch ein zweiter Tipp, Kopfrechnen. Ganz wichtig. Macht es nicht irgendwie so zum, ich muss jetzt Kopfrechnen, sonst wie. Er macht es sowieso den ganzen Tag. Er macht es, wenn er einkaufen geht. Er macht es, wenn er auf die Uhr schaut. Er macht es, wenn er eine Zugverbindung, eine Flugverbindung, muss er nicht gerade jetzt schon zum Mond sein, irgendwas raussucht. Er rechnet immer, ohne dass ihr es merkt. Das kann man auch ganz bewusst üben. Versucht tatsächlich mal, wenn ihr beim Einkaufen seid, so eure einzelnen Dinge, die im Einkaufskorb drin sind oder wenn ihr mit den Eltern geht, denn einfach schon mal den Endpreis auszurechnen. Kann sogar Spaß machen. Kann man einen kleinen Wettbewerb draus machen mit Papa oder Mama, mal gucken, wer gewinnt. Ihr werdet sehen, ein kleines Beispiel von vor einigen Jahren, da hatte ich eine Abiturientin ausgebildet, erfolgreich durch das Mathe-Abitur gebracht und die hat sich dann als Pilotin beworben. Piloten brauchen ab und zu ein bisschen Mathe und was brauchen die in dem Eingangstest? Die Grundrechenarten und Kopfrechnen. Wir haben nochmal vor dem Eingangstest 4 Wochen wirklich fast jeden Tag Kopfrechnen geübt und seit der Zeit kann die denen sagt, ach Gott, bin ich froh, dass ich das kann, weil es geht alles viel einfacher. Genauso ist es. Wenn man da sicher ist, Kopfrechnen oder im erwähnten Bruchrechnen, der Rest von der Mathematik wird viel, viel, viel einfacher. Gut, also wir waren beim Teilen durch einen Bruch, muss man sich einfach an die Rechenregel halten. Wenn ich zwei Brüche habe, den ersten lasse ich in Ruhe, den zweiten nach dem Geteiltzeichen drehe ich einfach rum. Stürzen, haben wir früher dazu gesagt, und multipliziere die dann. Fertig. Wieder zähle mal Zähler, Nenner mal Nenner. Mit dem umgedrehten Bruch schon habe ich ein Ergebnis. Ist dann komisch manchmal, kann man sich nicht so ganz vorstellen. Ne? Geteilt durch 5/7, was ist denn das? Ist wurscht.
einfach an die Rechenregel halten. Und wenn er die konsequent anwendet, schon habt ihr das richtige Ergebnis. Braucht ihr euch keine großen Gedanken zu machen. Was gibt es noch beim Bruchrechnen? Ganz einfache Kiste, kürzen und erweitern. Kürzen wird was kleiner. Wenn ich meine Hose kürze, werden die Beine kleiner. Also kürzen heißt, ich teile den Zähler und den Nenner durch die gleiche Zahl. Wenn ich dann so Riesenzahlen habe, damit die einfach nicht so groß werden. Erweitern genau das Gleiche. Erweitern wird mehr. Dann nehme ich den Zähler und den Nenner einfach mit der gleichen Zahl mal multiplizieren, wie der Lateiner sagt. Gut, was gibt's noch? Es gibt verschiedene Arten von Brüchen. Nochmal echter Bruch, also nicht der Armbruch, Beinbruch, sonst was. Ein echter Bruch wird genannt, wenn der Zähler kleiner ist als der Nenner, also die Zahl oben kleiner ist als die untere. Ein richtiger Bruch, also ein Teil von einem Ganzen. Dann gibt es natürlich, wenn es einen echten gibt, gibt es auch noch einen falschen oder wie man sagt, unechten Bruch. Da ist die Zahl oben, der Zähler größer als die Zahl unten, ist mehr als 1. Ist also ein Ganzes oder mehrere Ganze und noch ein Teil. Ja, und dann gibt es den Dezimalbruch, die vorhin erwähnte wunderbare Kommazahl, wo die Stellen nach dem Komma Zehntel, Hundertstel, Tausendstel, Zehntausendstel und so weiter heißen. Hat man dann später dauernd mit zu tun, wenn man Flächen, also Längen, Flächen und Volumina berechnet, also Millimeter, Millimeter hoch 2, Kubikmeter und was es alles so gibt. Oder wie mir früher gesagt haben, was ist ein Kubikmeter? Wenn sich eine Kuh einen Meter bückt, ist ein Kubikmeter. Nee, Quatsch. Kleiner Scherz. Okay, also die ganzen Sachen, die ich jetzt zum Bruchrechnen gesagt habe, kommen natürlich auch noch auf der Website. Ich habe da ganz viele schöne, wunderbare Blätter. Was einem hilft, nicht nur beim Bruchrechnen, überhaupt in der Mathematik, beim Kopfrechnen vor allem, sind die sogenannten Teilerregeln. Was ist denn das? Das heißt, wie ich auf relativ schnellem Weg oder sogar manchmal auf einen Blick sehe, durch was kann ich die Zahl teilen? Durch 1 geht gut, brauchen wir nichts zu machen. Welche Zahlen kann ich durch 2 teilen? Ganz einfach, wo die letzte Ziffer eine gerade Zahl ist. Was ist nun eine gerade Zahl? 2, 4, 6, 8. Die 0 auch noch. Wunderbar. Wann kann ich es durch 3 teilen? Jetzt wird es lustig. Wenn die Quersumme durch 3 teilbar ist, was ist denn jetzt nun eine Quersumme? Wenn ich eine Zahl schreibe, quer ist also horizontal, addiere die einzelnen Ziffern quer durch und ich kann dieses Ergebnis durch 3 teilen, kann ich die ganze Zahl durch 3 teilen. Guter Kniff, ne? Mit 4 ähnlich. Wenn ich die letzten beiden Zahlen durch 4 teilen kann, oder es sind 2 Nullen. Und geht's immer. 5 ist auch klar. Zahl durch 5, wenn eine 0 oder eine 5 am Schluss ist. Bei 6 wird es ein bisschen blöd. Da gibt es nicht so gute Regeln. 7 geht gar nichts. Das muss man einfach ausprobieren. Die 8 auch. Muss eine gerade Zahl sein und die letzten paar Ziffern durch 8 teilbar sein. Die 9 wieder ist ähnlich wie bei der 3. Wenn die Quersumme durch 9 teilbar ist, also die Addition der einzelnen Ziffern, quer oder horizontal, und dieses Ergebnis durch 9 teilbar ist, ganze Zahl durch 9 teilbar. Das sind so Regeln, die haben wir früher, ja, da hieß ja noch nicht Grundschule, wo ich reinging, das war also noch Volksschule, da haben wir das in der ersten, zweiten, dritten Klasse geübt. Ja, wie man heute so schön sagt, bis zum, aber wir können es halt. Hier nochmal das kleine Bildchen, das dann auf der Website auch kommt, mit den Kommastellen, ne, so wie die alle heißen. Schwupp, 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 ich kann mal hoffen, man kann es einigermaßen lesen. Naja, wie gesagt, könnt ihr alles noch nachlesen. Das war so ein ganz kurzer Ausflug ins Bruchrechnen. Und wie gesagt, übt es einfach. Ganz einfach. Und wenn ihr Bruchrechnen könnt, braucht ihr keinen Taschenrechner. Ihr braucht ihn einfach nicht. Kopfrechnen und das. Was haben wir noch? Dreisatz war noch das Thema. Genau, Dreisatz, eine der wichtigsten Dinge, das wir vollautomatisch anwenden, wenn wir, was weiß ich, über den ökologisch korrekten Frischmarkt laufen und einkaufen und jetzt von Bauer A und Landwirt B die Kartoffel oder Äpfel oder sonst was Preise vergleichen wollen.
Pfund ist ja keine DIN-Norm mehr, obwohl es immer noch oft dasteht. Eigentlich sollten alle den Kilopreis immer noch notiert haben, aber das hört sich meistens schon so abschreckend an, dass die Leute nicht kaufen. Also steht da 100 Gramm, beim nächsten stehen 250 Gramm, beim dritten steht immer noch das schöne alte Pfund und so weiter. Und jetzt will ich da natürlich möglichst günstig einkaufen und oder bei meinem Lieblingsbauer, das ist wieder eine andere Geschichte. Also muss ich diese verschiedenen Größen versuchen zu vergleichen. Wie mache ich das? Ja, über einen Dreisatz. Vollautomatisch. Ich suche mir eine gemeinsame Grundgröße und die kann ich vergleichen. Jetzt gibt es natürlich in den vielen, vielen Schulbüchern, bis auf ganz, ganz handverlesene wenige Ausnahmen, gibt es richtig schöne falsche Hinweise. Großer Unterschied, es gibt den sogenannten proportionalen Dreisatz. Bedeutet ganz einfach, je mehr, desto mehr. Je mehr ich kaufe, desto mehr Geld gebe ich aus. Und es gibt den umgekehrt proportional, nicht antiproportional, Leute. Anti heißt gegen, Gegenproportionalität ist nicht mehr proportional, aber das nur nebenbei. Umgekehrt heißt, je mehr, desto weniger. Und ich merke gerade, mir rennt schon wieder die Zeit davon, so ganz langsam. Ich glaube, wir machen Folgendes, wir schieben den Dreisatz wirklich noch einmal aufs nächste Mal, weil das will ich ein bisschen ausführlicher mit ein paar schönen Beispielen machen, damit es nicht so jetzt hinten runterfällt, weil das ist eine der wichtigsten Dinge, die wir eh dauernd anwenden und die wir wirklich gut können sollten. Dann fällt uns der Rest von der Mathematik immer ein bisschen leichter. Also tut mir leid, dass ich mit dem Buchrechnen mich etwas verzettelt habe, aber so ist das. Und dann machen wir den beim nächsten Mal. In diesem Sinne, bis dann. Ciao. Ja, vielen Dank, Norbert. Was Norbert jetzt gerade gar nicht mitbekommen hat, ist, dass wir technische Probleme haben und gerade gar nicht live streamen. Insofern, jeder, der das jetzt noch sieht auf Facebook, wird das nicht live sehen, sondern dann als Aufnahme. Wir entschuldigen uns dafür. Wir wissen gerade nicht, woran es liegt. Wird sich jetzt zeigen. Dafür wird beim nächsten Mal gibt es nochmal eine Zusammenfassung von dem heutigen Thema und wir gehen nochmal näher auf das Bruchrechnen ein. Insofern einen schönen Abend noch und es tut uns nochmal leid. Mal gucken, wo wir uns leiden. Tschüss!